Guten Tag, hallihallo, hallöchen, meine lieben, oh, starke Freunde, ich begrüße Sie zu einer weiteren Runde Sternkraft 2 auf König Sejong Station, King Sejong Station, PvP, mit Patience hier unten gespawnt als blauer Protoss, unten rechts, mein Kabel klemmt. AI Patience als Barcode in der Ladder unterwegs spielt gegen, do you know, Minchul, auch bekannt als, also known as AKA MC. Ja. Ich habe hier gerade mal eine kleine Probe am Laufen. Ja. Und ich werde diese Probe vielleicht mal hier kurz, warte mal, hier, das ist wahrscheinlich ein bisschen... Ja. Aha. Na, vielleicht liegt es auch daran. Einen Moment. Halt, stopp. So, pop out. Zack. Bum. Peng. So. Ja, lange nicht gesehen. So ein paar Tage habe ich jetzt mal wieder hier nichts gemacht. Ich habe auch meinen Ladderbetrieb eingestellt, kurzfristig. Der alte Mann hatte zu tun. Ja. Ich habe ja jetzt 2 Tage letzte Woche geladdert, glaube ich, oder vorletzte Woche ist es, glaube ich, sogar schon wieder gewesen. Und ja, relativ zügig von Bronze in Platin und da bin ich erstmal hängen, was heißt hängen geblieben? Ich habe ja dann nicht mehr weitergespielt groß, also in der Platin 5, 6 Spielchen gemacht. Und ja, dann keine Zeit, viel Bumsen und so. Und auch sonst war nicht so die Zeit da. Ja? Ja, wir schauen uns das Ganze an. Wie gesagt, Patience unten rechts gegen MC in der Ladder. Beide mit Doppelgas vor Core. Ja, Stream ist auch an. Für die, die es auf YouTube gucken. Ist das irrelevant? Ja. Ich meine ja nur, ja. Zweiter Pylon in der Bude. Zweiter Pylon in der Bude. Patience hier volles Rohr am Sammeln. Und auf der anderen Seite bei MC einmal 2, einmal 3. Patience nudelt hier so ein bisschen rum mit seiner Löterei. Nervt hier den armen kleinen MC so ein bisschen. Der Ärmste. Ja. Ja. Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht ist es gewollt. Ich kenne es eigentlich eher mit beiden Probes. Also mit 2x2, also 5. 4. Statt hier wie 1x2, 1x3, also 5. Nun gut, hier bei Patience auf jeden Fall läuft es auf vollen Touren. Der Schnösel. Ja. Und der MC geht jetzt einerseits auch mal ein bisschen scouten. Core jetzt hier ready. Bob geht tech. Stalker mit Boost. Hier alles leer geboostet. Auf der anderen Seite bei Patience. Der hat ein bisschen mehr Boost aufgespart. Hat hier auch noch nichts im Bau. Aber er baut ein Twilight Council. Und das kommt hier MC gerade recht. Ja, der hat das hier noch nicht gesehen. Hat das einmal durchgefahren. Hat das Twilight Council nicht gesehen. Ist auch zufrieden hier mit dieser Information, die er da bekommen hat. Ja, einmal durch die Mineral Line. Hier Doppelgas Gateway Core. Okay, sowas habe ich auch. Ja, und MC jetzt seinerseits ebenfalls mit dem Twilight Council. Aber Patience ist halt ein Ticken schneller. Hat auch den Stalker nicht gebaut, beziehungsweise baut ihn jetzt, aber halt etwas später. Dafür hat er halt den Mothership Core schon rausgeholt, den hier MC auch schon hat. Ja, MC verfolgt ja auch die arme Prop von Patience. Aber da kann der Core wohl intervenieren. Auch Schilde wie gar keine hier, oder? So ein Mothership Core. Ja? So ein Stalker hier mit seinen 14. Das ist natürlich ratzifatz, ist das abgerissen. Der Scheiß, ja. Ja, Chat läuft. Das Humpen war, glaube ich, sogar schon da. Humpen, der macht ja heute auch wieder Stream, glaube ich. Oder Stahlbolzen oder beide. Jedenfalls ACE, der Vitaminsaft, heute wieder am Loslegen. Ja, und bei MC gibt es sogar DTs. Ja. Patience hier mit Gateway 2 und 3. Also sieht ja so nach einem 3-Gate-Bling aus, ja. Klassik, Klassiker. Und MC steht hier schon mal vor seiner Hütte. Und ja, Patience muss hier abhauen, aufpassen. Ja, Robo auch von MC hinterher. So ein Klassik-DT-Bild, von dem allerdings auch Patience nichts weiß. Verliert sogar noch einen Stalker, was natürlich ziemlich kacke ist. Auch er weiß nichts. Ja, er weiß Gateway, Konto, Gas, boom. Ja, Twilight Council kennt er nicht, die T-Shrine erst recht nicht. MC hier unten auch schon sich am Vorbereiten mit Pylone in der Nähe des Urso da Kalbs, gar keine Frage. Bling ist mittlerweile fast fertig. Ja, und ebenfalls die Robotics. Oh, Humpen ist krankgeschrieben und wird den Streampart nicht übernehmen. Ja, wenn das der Chef mitkriegt, dann scheiß dich an. Junge. So, die T-Echse, ja, von MC.
MC Pamsi und ja, auf der anderen Seite Patience mit seinen Stalkern am Umherschlotzen. Ah, Ex ist schon dreiviertel durch. Hier nochmal weitere Pylone am Bauen von MC, der hier ja, nicht viel zu finden hat hier, der Gute. Ja, also der Chor ist da, ja, aber das war's. Und auf der anderen Seite die Staccatos von Patience schon an der Exe am Lutschen. Ja, aber hier kommt auch schon der erste DT. Ah, die Probe hier abgerissen vom Mothership Core. Auf der anderen Seite blinkt sich MC, Entschuldigung, Patience hoch. Ja, killt hier den Mothership Core, killt hier sämtliche Stalker. Und auf der anderen Seite, ja, der DT. Ja, Patience merkt es nach 2-3 Kills, haut hier natürlich ab, kommt natürlich sofort ein Observer rausgeboostet. Mothership Core da, könnte natürlich hier den Overcharge zünden. Auf der anderen Seite die Stalker von Patience hier auf die Echse am Schießen. Ja, weil hier oben hat er natürlich nicht allzu viel. Ja, jetzt hier ein Immortal, ein Stalker, aber was soll das, ja? Er hat halt hier ultramäßig viel in diesen Tech investiert. Overcharge hat mittlerweile hier den Nexus, der hier sogar einen Kill, ja, ein Kill, ja. Der Nexus hat einen Kill. Ja. Ja, da hat er natürlich sehr, sehr wenig Units, ja, der gute MC, wenn er halt eben so hart hier auf den DT taggt im PvP. Auf der anderen Seite kommt ein neuer Immortal raus. Hat hier MC mittlerweile auch Bling? Nein, er hat keinen Bling, er holt es sich auch nicht, ja. Und jetzt geht's hier los. Stalker only gegen Gateway Mix Immortal. Ja, unten, ja, keine DTs aktuell mehr. Overcharge läuft noch. Ja, Observer ist da. Mothership Core ist da. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, Echse mittlerweile abgerissen. Ja, Patience, Junge. Alter, geiler Typ, ey. So, jetzt wird aber langsam dann auch kritisch. Hat schon einiges an Stalkern gesteht. Zweiter Immortal kommt gleich raus. Ja, und Herr von Patience. Mit Einzel, ja, Gruppenblinks hier. Versucht nochmal ein bisschen was zu machen. MC stellt sich oben an seiner Rampe auf. Patience kommt runter, will hier eventuell gleich expandieren. Ah, blinkt hier die kaputten schön nach hinten. Schön wie beim Bund MSG, schön hinten anstellen. Ja, ihr könnt abhauen. Und hier unten neuer Nexus, beziehungsweise nicht neuer Nexus, aber halt überhaupt mal ein Nexus. Ja, MC steht hier noch in seiner Bude und ja, holt sich jetzt auch Bling. Holt sich ein, hier Prisma. Und ist quasi erstmal contained hier durch Patience. Der sich jetzt hier unten breit macht, auch mal einen Stalker losschickt hier. Er wird Pylone suchen. Der feine Herr. Schau es dir an. So, jetzt haben wir hier gleich, ich wollte gerade sagen, dritten Immortal. Nein, sondern... hier unten übrigens nochmal zwei Stalker offensiv reingeworbt, weil Patience hier den Pylon angegangen ist. Den wollte MC hier nicht verlieren. Ja, aber wie sieht es jetzt aus? Nicht? Umso länger er jetzt hier ihn in der Basis halten kann, umso besser ist es natürlich für Patience. Aber MC ja, droppt jetzt hier seine Units ein bisschen runter. Ja, und Herr Patience scoutet mal mit dem Phoenix. Ja, zieht sich jetzt hier zurück, gibt das Force Field und sperrt die letzten Units, die noch in der Base waren, ein und zieht sich jetzt hier zurück, denn gegen so viele Units, wie gesagt, kann er hier bald nicht mehr fighten mit Blinkstalker only. Ja, da sieht man ja hier 1, 2, 3, Domino Dai, die knallen hier auseinander, der Pylon wird abgerissen und MC bricht den Contain und Patience versucht hier nochmal mit einem kleinen Blink diesen einen etwas unvorsichtig nach vorne gelassenen Immortal hier so ein paar Treffer zu verpassen. Ja, und jetzt macht MC natürlich das einzige Richtige, denn er weiß mit Sicherheit, ja, nochmal hier der Versuch, ein paar Units anzuschwächen von Patience. Ja, der muss jetzt hier quasi all-in gehen. Der ist zu lange One-Base gewesen. Der kann sich natürlich auch an zwei Fingern abzählen, dass Patience mittlerweile expandiert haben muss. Ja, und der zieht sich jetzt hier auch zurück, blinkt nochmal schön. Und auch MC hat ja mittlerweile seinen Bling hier fertig. Und wie kann hier Patience das Ganze jetzt hier halten? Man weiß es nicht. Hat mittlerweile natürlich auch schon Immortal gebaut. Kriegt hier aber auch schon ganz gut ins Gesicht. Der Mothership Core orientiert sich jetzt Richtung Expansione und MC... holt zum Angriff aus. Holt nochmal einen MC. Ein DT. Hat er hier einen Observer mit dabei? Wer ist der Observer? Ja, auch hier einen schönen Pylon hingebaut, damit er sieht oder frühzeitig sehen würde, wenn eventuell MC sich hier ans Cliff orientiert, um da hoch zu blinken. Aber erstmal hier, wir gucken uns das mal an hier. Sehr schön aufgestellt von Patience. Ja. Große Konkave hier mit dem Nexus. Hier die ganzen Stalker hier an der Rampe hoch. Die Units hingestellt. Und nochmal hier. Da kann er hier auch noch am Cliff runterrotzen. Also das macht er ziemlich gut. Ziemlich strong. Ja, blinkt jetzt hier auch nochmal nett dabei. Overcharge läuft. Verliert zwar noch ein Immortal von MC. Stehen noch beide. Und jetzt kommt hier eventuell Patience doch nochmal so ein bisschen ins Schleudern. Ja, weil hier auf beiden Seiten das Makro ganz gut. Das Makro ganz gut losgeht. Aber ich würde sagen, weil... MC aktuell einen Ticken besser. Man sieht es auch hier. Patience muss sich zurückziehen hier auf den Highground in seiner eigenen Basis. Warp nochmal ein paar Zenits ran. Die sind natürlich jetzt hier richtig gut gegen die Immortal.
gegen die Stalker. Ja, und dann kann er ihn hier vielleicht wieder so ein bisschen zurückdrängen in die andere Richtung. Und da spawnt auch ja hoffentlich gleich nochmal ein Immortal. Ja, und jetzt gibt es hier den erbitterten Micro-Battle hier. Wo sind die roten Units? Wo kann man sie rauspicken? Und jetzt verliert MC beim Rausblinken sämtliche Scheiße. Kriegt hier alles abgerissen. Supply-mäßig 40-40. Aber da oben sind nochmal Zellets reingemobbt hier mit dem Prisma. Ist das eine Action hier? Guck an! Mit einem DT sogar noch dabei. Von Patience jetzt hier aber auf der... Ach nee, ist doch nochmal einer von MC. Ich habe verguckt, Entschuldigung. Ja, und MC gibt jetzt hier aber das GG. Das Prisma ist Schrott. Alles ist Schrott. Dieser Zellet hier kriegt nochmal die ordentliche Düse hier abgerissen. Ja. Und mit dem besseren Ende dann auch nochmal für Patience, wer hätte das gedacht, obwohl ich ja fast schon hier die Muffe gekriegt habe, ja, wo hier, obwohl Patience ja sehr, sehr gut stand, MC doch durchgebrochen ist und Patience sich hochblinken musste in seine eigene Base und dann musste er sich nochmal retten hier und dann aber kam da zusätzlich zufällig gerade noch der Immortal raus und hier alles abgerissen und die Zellets waren natürlich auch sehr gut. War das ein schönes Spiel, oh Mann, endlich mal wieder ein bisschen Profi-Action. Ja, hier im wundervollen, was ist hier schon wieder los? Ich kriege eine Nachricht. Ja, nach den ganzen Casual Replays, die wir ja in den letzten Wochen und Monaten hier verstärkt gesehen haben, jetzt mal wieder seit, weiß nicht wie lange, halbes Jahr oder so, das letzte Pro-Replay, wie lange ist das her? Das von Humpen und Stahlbolzen zähle ich ja nicht mit, das ist ja auch Noob-Kacke. Ja, sehr lange her. Schönes Spiel. Ich habe das bei Patience auf dem Stream gesehen, ja, wie er hier gegen MC gespielt hat. Habe ich ihn gefragt, hier, gib mal bitte Replay. Das fand ich ganz, ganz nett, ganz gut, wie er ihn hier abreißen konnte in diesem wunderschönen PvP. Hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich maus jetzt erstmal hier abhauen. Auf Wiedersehen. Oh, falscher Knopf.